Da kann er mir den Stinkefinger zeigen, wo er rübergezogen hat. Unglaublich. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge zu GTA 5. Nachdem wir den Banküberfall, überfallen haben und erfolgreich geflohen sind, sind wir zurück bei Franklin und wir hatten in letzter Woche noch einen Anruf erhalten von Michael, dass wir bei ihm vorbeischauen sollen. Dementsprechend gehen wir aus unserem Zimmer hier, das nicht gerade sehr ordentlich aussieht. Ich kann das Spiel speichern, okay. Was denn das da? Keine Ahnung. Kill and Sack. Okay. Plattenspieler. Ah, eine Actionfigur. Kann ich die nicht anschauen? Warte mal, gibt's ein Handy, oder? Moment. Ja, das weiß ich bereits. Warte mal, kann ich ihn hier ein Handy in den Raum schalten? Wohin darf ich denn? Ich dachte, ein bisschen rumschauen, warte mal. So. Und jetzt sehe ich sehr viel. Okay, keine Ahnung, was das für eine Figur ist. Wow, was war das? Ist das eine Explosion? Ja, ich kann auch, was das war. Komm ich nicht raus. Verdammt nochmal, ach, da ist die Tür. Oh, es pisst in Strömen. Okay. Moment mal, steht da ein Vogel auf dem anderen Vogel? Hey, Boo. I knew you couldn't stay away. Was sind das, Vögel? Keine Ahnung. Ja, das sieht schon voll realistisch aus, dieser Regen hier. You looking fine, boy. Get over here and let me see you. Ja, dann kommen wir halt hin. Ever clean your raggedy bitch ass up? Fuck you, Lamar. I mean, Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gonna go on Lamar. Well, shit, if going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Okay, ass. What? Bitch ass. Excuse me? Look, I'm sorry, but where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. All right. Shit. What do I gotta do? Same as before, Boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass done went crazy. Okay, wir werden jetzt mal ganz kurz diese Quest nochmal machen, diese Aufgabe. Aber auch nur... What? Also... Gut, die mitnehmen eigentlich. So where you park? Ja gut, dann kommen wir neben meinen Wagen. Ich hab sogar die Schlüssel dabei. You never could say no to me, Franklin Clinton. I ain't so cracked out I don't remember that night behind the burger shop. Not this again. What, we was like 13? But you was a man after that night. Damn, every time with Whoa. Every time with Jordan. This shit and nothing even happened. It's all good, baby. I know that wound ain't healed. Okay, das war zu viel, zu früh. Ich versuche immer mit der Handbremse um die Kurve zu kommen, aber meistens funktioniert es nicht so, wie es sollte. So. That's our truck. You know the drill. Ja, ich weiß, jetzt läuft hier das erste Mal. Soll ich echt solchen Scheiß immer machen, aber ich bin auch echt knapp bei Kasse zurzeit. $7.
kann mir wahrscheinlich knapp einen Bus leisten. Taxi ist bestimmt auch nicht. Okay, dann fahren wir mal der blauen Linie entlang. Dispatch, what you got? 10-4, we got an SUV in a handicapped spot without a sticker. It's a Lucky Plucker in Little Soul. Do you copy? You know I don't copy. I'm an original. Yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you need me? Because you look like you know what you doing. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist cause there, ain't you, Tanya? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. Oi! Franklin, that bitch is crazy. Ja, du bist übergezogen, ey, unglaublich. Da kann er mir den Stinkefinger zeigen, wo er übergezogen hat. Unglaublich. Die Sonntagsfahrer. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. And you got your math on the corner in Davis. Mit dieser Haken hinten die ganze Zeit so realistisch schwenkt, finde ich echt cool gemacht. Wow! Glück gehabt. Okay, der Wagen ist einfach zu breit. Wenn es weitergeht, habe ich dann die Polizei am Arsch gleich. Okay, hier müssen wir den Wagen abschleppen. Der hier. Hola! Let's move it out. Come on. I was only parked there for a minute. So. Und zurück zum Wagen. Hoppla. Oh. Wenn das Schild dahingestellt, das war vorher nicht da. Oh, ich dachte schon, wenn wir auf die Straße laufen, ey. This ain't a job for making new friends, is it? I thought you'd been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer cars. It's an honest dollar, and there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet? Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack? I gotta keep his hours up. Word is they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece 2 years back. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good? Aw, oh, hell. Too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20 years. Gott. Oh! Ich dachte schon, die wollen mir da reinfahren, ey. So. Drop it in the marked area. Same as before, honey. Unglaublich, die fahren ja voll rein, ey. Poor baby's all nervous. Oh shit. Ja, wir haben es geschafft. I'll make it up to you, Franklin. You know I will. See you round. So, also wenn es jetzt noch einmal kommt, dann helfe ich ja nicht mehr. Ja, okay, ich will ihn rauf.
noch eingefallen. Wobei, das sieht ja trotzdem wie nach Story aus, oder? Okay, wir schauen aus. Okay, dann denke ich, gehen wir jetzt. Dann denke ich mal, gehen jetzt zu Franklin. Franklin. Natürlich zu Michael. So, hier, Michael. Der hat schließlich unser Zaster. Working, JB. Und ja, die wollen wir natürlich haben. Wir suchen uns erstmal ein tolles Fahrzeug. Ja. Was ist da los? Moment mal, wodurch rennt denn die? Ja, ne, willst du mich verarschen? Jetzt ist die? Hallo, ist sie besoffen? Sie ist da wieder über die Straße, was? Okay, also hier gibt es echt komische Phänomene. Wie das gleiche Zug komme ich hier überfährt. Da der Lieferwagen, den nehmen wir jetzt mit. Oh. Entschuldige. Dann den nehmen wir, oder? Tu noch was. Das ist die Straßenbahn. Okay, dann nehmen wir mal diesen Karren hier. Dann haben wir genug Platz, dass Michael die ganze Kohle einladen kann. Mandroid Candy Box. Okay, klingt nach einem Süßwarengeschäft. Na? Wie sagt die Hupe? Ich glaube, die Hupe ist. Ach so. Hallo! Endlich! Hoppla! Ja, hab's kapiert. Oh, hier die Kreuze verstehe ich gar nicht. Wo geht's die gerade rüber? Hier? Irgendwo? Das ist Fußgänger, oder? Achso, die Mitte wäre es gewesen. Ha! Okay, oh, da war auch rot gewesen. Na gut. Ich bin gespannt, wie Mike reagiert, wenn ich hier mit dem ganzen Lieferwagen ankomme. Oh. Okay, ging nicht anders, ohne Crash. Oh, der ist schön. Oh. Der orange Flitzer hat mir jetzt gefallen. Okay. Moment mal. Zumindest auf der Autostraße, na gut. Sein muss. Wenn ich das richtig sehe, gehen wir hier hoch, um gleich wieder die nächste Ausfahrt zu nehmen, um rauszufahren. Ja. Ob das sich bringt, oder die andere Frage dann. Ah ne, es ist eine Abzweigung, okay, ich dachte schon. Oh, jetzt kommt wieder einer vor mir, denn ich fährt. Oh! Hallo! Wow! Das ist ja wirklich ganz knapp jetzt. Hier müssen beide gerade aus. Jetzt sehe ich nichts, da ist einer. Okay. Das war nicht korrekt. Scheiße. Machen wir das, was ich nicht machen sollte. Autobahn wenden. Aber es heißt immer, das geht nicht gut. Ihr habt gesehen, wie perfekt das ging. Bis auf diese Ausrutscher hier.
Ja, komm, ich muss hier durch. Ja, ja, Jesus Christ. So. Ja, wisst ihr schon, die Folge ist jetzt bei Ende wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da und schaut beim nächsten Mal ein, wenn ich dann wirklich mal zu Michael fahre, um meinen Zast abzuholen. Bis dann, bye bye.